Ein herzliches Willkommen zurück zum Schöner Wohnen in Himmelsrand. Und ja, wir sind in Drachenfeste in Weißlauf. Und ich dachte mir, wir werden jetzt das Haus Briesenheim hier kaufen. Das ist recht einfach. Wir sind jetzt ziemlich weit. Ich brauche das Haus jetzt, deswegen mache ich das jetzt mal so zwischendurch. Und da wir ziemlich weit schon vorangeschritten sind und ich mir das Haus noch gar nicht gekauft hatte, muss ich jetzt gerade selber erstmal überlegen. Um das Haus zu kaufen, müsst ihr eigentlich nur der Hauptquest folgen. Das heißt, wenn ihr aus Helgen kommt, kommt ihr nach Flusswald und je nachdem, mit wem ihr mitgegangen seid, ob mit Ralof oder mit Hadvar, sprecht ihr ja mit den Verwandten von denen. Bei Hadvar ist das ja der Alvor. Und ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie die Frau heißt, die Schwester von Ralof. Das weiß ich jetzt nicht mehr aus dem Kopf. Auf jeden Fall bitten die euch ja dann, mit dem Jarl zu sprechen. So, ihr geht zum Jarl, ihr sagt, dem Helgen wurde angegriffen von einem Drachen und da müsst ihr ja den Drachenstein holen aus dem Ödsturzhügelgrab. Hier unten. Wenn ihr das getan habt und Faringar den Drachenstein gebracht habt, dann wird ja Weißdorf angegriffen von einem Drachen und ihr könnt den Drachen besiegen, bekommt eure erste Seele und beziehungsweise euer erstes Wort schon direkt und ja, damit wäre das eigentlich quasi dann schon erledigt. Ihr seid dann schon Tane, also ihr werdet dann zum Tane ernannt, ihr bekommt Lydia als Huskarl und ihr bekommt die Möglichkeit, das Haus zu kaufen. Jetzt weiß ich natürlich nicht mehr, was ihr zuerst machen könnt, wenn ihr den Drachenstein bekommt, habt ihr schon entweder den Titel oder ihr habt die Möglichkeit, das Haus zu kaufen. Ich meine zuerst das Haus. Ich bin mir aber nicht sicher. Aber das wäre das erste Haus, was man sich hier kaufen kann. Direkt am Anfang, meistens ja schon, ich weiß nicht, Level 5, 6 oder 7. Ist ja meistens ziemlich früh, wenn ihr schnell seid. Und so, dann dafür gehen wir jetzt zu Proventus Avenici, zu dem Vogt des Jarl. Es kann sein, dass er jetzt schläft. Das habe ich mir jetzt nicht ausgesucht. Ich bin jetzt hier gerade angekommen und ich werde aber nicht tricksen. Also es gibt nämlich einen Trick, wie ihr umsonst dieses Haus bekommt. Das mache ich jetzt aber nicht. Mögen die Göttlichen euch segnen. Möge der Boden, über den euer Weg euch führt, erzittern. So, ich möchte ein Haus in der Stadt kaufen. Das ist das günstigste Haus, was ihr hier kaufen könnt. Bis auf die Grundstücke. Die kosten ja auch nur 5.000 und dann habt ihr ja schon ein paar Materialien, könnt ihr ja. Ja, also die Grundstücke und also ein fertiges Haus ist ja egal. Also das Haus ist hier das günstigste. Ich möchte ein Haus in der Stadt kaufen. Richtig. Derzeit steht auch gerade ein Haus zum Verkauf. Ich nehme es. Wunderbar. Hier ist der Schlüssel zu eurem neuen Heim. Vielen herzlichen Dank. So, jetzt wundert euch nicht, ihr könnt es jetzt nicht direkt einrichten. Wir müssen erst das Haus besuchen. Genießt euren Besuch in Drachenfeste. Ja. Was hast du denn gemacht? Hast du dich hingesetzt? Hast du geguckt? Hast du gestohlen? So, weil das ja das erste Haus hier ist, was ihr hier kaufen könnt oder was euch angeboten wird, wird euch natürlich jetzt erstmal erklärt, was ihr hier machen müsst und so weiter. Und jetzt gehen wir erstmal zum Briesenheim. Das Briesenheim ist ja sehr, sehr klein. Es liegt aber sehr, sehr gut. Es ist direkt am Stadttor sozusagen. Es steht direkt neben der Schmiede, neben den, wie nennt sich das da, Kriegsjungfer oder wie nennt sich das, glaube ich, ne? Also dem Schmied und der Schmiedin. Adrienne, glaube ich, heißt sie. Ich sage immer falsch. Adrienne oder Adrienne? Und ja, jetzt gehen wir erstmal dahin. Ich hoffe, dass das jetzt gerade mal so geht. Wartet mal kurz. Ich könnte auch Kerzenschein benutzen. Bei den Göttern. Was für eine Magie. Mein Gott, ich habe nur eine Kugel. Ach so, ich habe da ein Buch letztes Video gefunden. Der Dämmerquest, wollte ich sagen. Keine Ahnung, warum ich das jetzt erwähne. Wahrscheinlich ist nämlich dieses Video noch gar nicht online. Und ich verrate das jetzt. Also hier ist das Briesenheim. Ihr seht ja, hier ist das Stadttor. Hier ist die Kriegsjungfer. Da, wo die Schmiede steht, die Schmelze und so weiter.
Da gegenüber ist ja der trunkene Jägersmann. Und hier ist direkt die kleine Hütte. Also überlegt, das sieht aus hier wie so ein, wie so eine Kammer oder sowas, ne? Guckt euch das jetzt mal ganz genau an, wie das jetzt hier aussieht. Dein Zimmer ist schon fertig, oder was? So. Wir haben hier... Gut, wir könnten jetzt natürlich auch schon hier schlafen. Wir müssen das nicht einrichten. Aber wer will schon bei Spinnenweben und so leben, ne? Wir haben genug Kohle, wir machen das. Ist ja günstig. Das Haus kostet im Endeffekt dann 6.500. Ist schnell zusammengekriegt. Was? Was? Und ja, machen wir das mal eben. Wir brauchen ein kleines Lichtchen. Es gibt auch dieses Magierlicht. Das ist allerdings eine Kugel, die ihr irgendwo hinschießt sozusagen und da dann das Licht. Also das prallt dann irgendwo an oder ab, je nachdem. Oder bleibt da stehen oder... Aber ihr habt dann das Licht nicht bei euch, aber halt da, wo ihr das Licht haben wollt. Ja, das hat sich jetzt blöd angehört. Also wenn ihr jetzt hier steht... Braucht ihr eine Klinge? Dann sprecht mit Adrienne in der Schmiede. Ah, doch, Adrienne, siehst du. Wenn ihr jetzt in der dunklen Ecke jetzt da nicht jetzt unbedingt hinrennen wollt, dann macht er da das Magierlicht hin und fertig. Magierlicht ist auch eins der Zauber, die ihr eventuell können müsstet, wenn ihr zur Magierschule geht oder Akademie. Um da eintreten zu dürfen, müsst ihr ja einen Zauber wirken. Und dieses Symbol da und das Magierlicht ist eins davon. Okay. Mein Licht ist schon drin, habt ihr gesehen? Hey. Ich diene Jarl Balgruuf als Vogt. Hey du, ich will meine Hütte einrichten. Genießt euch Besuch. Wieso kann ich denn jetzt meine Hütte nicht einrichten? Ist ja merkwürdig. Boah, wie viele Quests wir schon gemacht haben. Ich guck mal gerade, das müsste ja eigentlich ganz oben. Ich habe es jetzt oben nicht gesehen. Die Rettung. Wo ist es denn jetzt? Bäm, 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 bäm. Ja, kann natürlich sein, dass es jetzt da sitzt, wo es sitzen sollte später. Hä? Aber... Oder habe ich jetzt... oder ist die Quest immer noch... Monsterjagd? Bäm, bäm, bäm. Das gibt es doch jetzt nicht. Was ist denn jetzt hier? Harte Antworten. Bam, bam, bam. Ist nicht mal hier drin. Drachenfeste. Wir gucken uns mal das Büchlein an. Fibel des schöneren Wohnen. Willkommen in eurem neuen Heim. Der Jarl ist, wie ihr euch sicher denken könnt, sehr beschäftigt. Kann ich euch vielleicht helfen? Lasst mich wissen, wenn ich euch sonst noch irgendwie behilflich sein kann. Ja, eigentlich ja. Wartet mal ganz kurz. Ich... Was ist denn jetzt hier los? Sag mal. Ich werde mal eben nachschauen, warum das nicht funktioniert und euch dann gleich erklären, falls bei euch das auch so ist. Könnte ja sein. Das hatte ich bisher noch nicht eigentlich. Und ja, ich guck mal eben. So, ich habe die Lösung gefunden. Lösung gefunden. Ich bin einmal weggereist. Einfach mal in eine andere Stadt. Und wieder zurückgekommen. Es ist jetzt Tag.
hat mir vor Tagen ein neues Kleid versprochen. Oh Gott. Ich würde gern mein Zuhause einrichten. Da helfe ich euch gerne. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, euer Zuhause schöner zu gestalten, sofern ihr das Kleingeld dafür habt. Ja. Und natürlich findet ihr in der Fibel des schöneren Wohnens eine Beschreibung aller Dekorationselemente, die ihr kaufen könnt. Also, was möchtet ihr gerne kaufen? So, und das wiederholt er jetzt die ganze Zeit. Ein Alchemielabor. Sehr wohl, ich werde alles... Ja. Möchtet ihr sonst noch etwas kaufen? Ja, natürlich. Sehr wohl, ich werde alles... Möchtet ihr sonst noch etwas kaufen? Ja. Sehr wohl. Möchtet ihr sonst noch etwas kaufen? Ein Schlafzimmer wäre nicht schlecht. Sehr wohl, ich werde... Möchtet ihr sonst noch etwas kaufen? Ein Wohnzimmer? Sehr wohl, ich werde... Möchtet ihr sonst noch etwas kaufen? Und die Küche. Sehr wohl, ich werde alles Nötige veranlassen. Wenn ihr das nächste Mal euer Haus betretet, werden eure neuen Einrichtungsgegenstände an Ort und Stelle sein. Vielen herzlichen Möchtet Dank. Möchtet ihr sonst noch etwas kaufen? Nein, das reicht. Wie ihr wünscht. Kommt wieder, wenn ihr neue Dekorationen für euer Zuhause erwerben wollt. So, wir könnten das... Genießt euren Besuch in Drachenfeste. Wir könnten das Alchemielabor ins Kinderzimmer umwandeln. Aber meine Kinder wohnen ja noch in Markat. Von daher ist das nicht nötig. Und wahrscheinlich werde ich dann mit den Kindern nach Einsamkeit ziehen. Weil ich glaube, dass da einfach viel mehr Kinder sind und zum Leben für die Kinder schöner irgendwie. Auch wenn ich das Haus hier in Markat schön finde. Oder am schönsten eigentlich. Mir gefällt es sehr, sehr gut. Ja, aber naja, gut. Die Kinder leben da halt nicht gerne. Wir gehen nochmal kurz ins Briesenheim. Wir gucken uns das nochmal an. Für diejenigen, die das nicht kennen. Und schon sieht es wohnlich aus. Nett. So, hier ist das Alchemielabor. Hier wäre dann das Kinderzimmer sonst drin. Ja, steh mir nicht im Weg, Lüdi. Gott, ehrlich. Hey, aufpassen! Ja, dann steh nicht einfach so im Weg, wenn ich an dir vorbei möchte. Hey, aufpassen! So, Lydias Zimmer sieht immer noch so aus. Und wir haben jetzt hier, haha. Wo habe ich denn überhaupt die Axt von Weißaufing getan? Ich glaube, in den Falkenring. So, mein Schlafzimmer. Nice. Da ist was drin. Gut, Lydia. Bin immer noch da. Hier trennen sich unsere Wege. Ich bin zu Hause, falls ihr mich sucht. Ja, du bist ja schon zu Hause. Wir sehen uns später, Lydia. Oho. Gut, die geht jetzt runter, aber wo soll sie sonst hingehen? Wo gehst du hin? Lydia, das ist dein Zuhause. Gut, wir gucken später mal, weil sie wird hier sein auf jeden Fall. Vielleicht geht sie jetzt spazieren oder was. Oder zieht sich um oder so. Okay, das wäre dann das Briesenheim und ja, noch ein Haus, das wir haben. Markart, Falkenring und Weißlauf. Haben wir noch ein paar. Okay, bis dahin. Ciao.